Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf dem YouTube-Kanal. Ja Leute, heute geht's um einen NPC-Livestreamer, auf TikTok so NPC-Livestreams macht und in Nudeln badet. Darüber reden wir heute. Und falls ihr wissen wolltet, warum ich knapp über einen Monat weg war, dann schaut einfach bis zum Ende, da hört ihr, warum ich knapp einen Monat weg war. Aber bevor das Ding jetzt hier losgeht, lasst erstmal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt nette Kommentare und einen Kommentar für den Algorithmus. Let's go! Ja, Freunde, ich blende euch dann jetzt auch direkt mal einen Clip von diesem NPC-TikToker ein, ja, und dann könnt ihr euch euer eigenes Bild erstmal selber machen. Was passiert eigentlich, wenn man in Yum-Yum-Nudeln badet? Um das herauszufinden, habe ich meine gesamte Badewanne mit insgesamt 6 Liter Packung Yum-Yum-Nudeln gefüllt. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass am Ende einfach der Hausbesitzer davon mitbekommt und mir am Ende eine richtig fette Strafe gibt, hätte ich das wohl besser nicht gemacht. Okay, die Nudeln sind jetzt schon alle drin und jetzt müssen wir nur noch das Wasser hinzufügen. Das hat so einen starken Geruch von sich gegeben. Boah, das riecht so lecker. Ich habe mich beim Umrühren einfach wie so eine Hexe mit einem übergroßen Hexenkessel gefühlt. Ich kann nicht abwarten, da reinzugehen, aber lass uns davor schnell noch ein Frischhaltefolie einpacken, damit das alles hygienisch bleibt und wir das vielleicht sogar noch an Obdachlose spenden können. Da ich persönlich kein Fan von Lebensmittelverschwendung bin, haben wir mich extra eingewickelt, damit alles hygienisch bleibt und wir am Ende die Nudeln vielleicht noch verschenken oder sogar wieder umtauschen können. Oh mein Gott, das hat sich so heftig angefühlt. Ich musste einfach direkt probieren. Ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10. Die Gewürze hätten etwas stärker sein können. In was soll ich als nächstes baden? Wenn wir alle normal im Kopf sind und nicht dumm, dann denken wir alle genau das Gleiche. Warum kommt man auf die Idee, in Nudeln zu baden, wie YouTube 2016 oder so, und badet in Nudeln und denkt, das ist eine gute Idee? Lebensmittelverschwendung des Jahrtausends. Ich sage es so, wie es ist. Welcher Mensch mit normalem Menschenverstand kommt auf die Idee, in Nudeln zu baden? Das ist doch nicht normal. Wer kommt auf so eine Idee? Wie kann man sowas machen? Ich werde jetzt tatsächlich versuchen, sachlich aufzuarbeiten, warum ich die Entscheidung, in Nudeln zu baden, nicht gut finde. Ja, Freunde, der Punkt der Lebensmittelverschwendung ist so groß. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, genau verstanden habt, ich musste das, glaube ich, ein bisschen zusammenschneiden oder so, gucke ich gleich mal gleich im Schnitt. 600 Packungen von diesen scheiß Yum-Yum, keine Ahnung was, Nudeln, klatscht er in die Badewanne und kippt vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Liter Wasser in die Badewanne. Erstmal ist das sehr, sehr viel Wasserverschwendung. Gut, er muss es bezahlen, interessiert absolut niemanden. Aber die Leute, die es interessiert, die sich kaum Wasser leisten können, die nicht mal fließend Wasser haben. Wir können hier in Deutschland froh sein, dass wir einen Wasserhahn abmachen können und dann einfach Wasser fließt. Das hat nicht jeder. Das regt mich auf, wenn dann jemand so 500 Liter in seine Badewanne reinkippt und denkt, ach ja, ist ja nicht mein Problem, die Leute kein Wasser haben, juckt mich ja überhaupt nicht. Arrogant und ignorant ist sowas. Und dann, nächster Punkt, wenn man dann in den Laden reingeht und 600 Packungen Nudeln kauft. Erstmal, was denken die Kassierer? Kann man denn nicht irgendwie so eine Grenze einbauen, dass man nicht mal so viele Packungen kaufen darf? Da fühle ich mich auch ein bisschen in Coronas Zeiten zurückgeworfen, sage ich auch so, wie es ist. Und wie kann man sagen, wir verschenken die Nudeln, wo wir drinnen lagen oder wo eine Person drin lag, mit Schweiß, Körperfett, Haare, Haarfusseln und keine Ahnung was, an Obdachlose? Wie kann man sowas sagen? Das ist eine Respektlosigkeit, nicht zu überbieten, wenn man sagt, ich lege mich in 600 Packungen Nudeln rein, in eine Badewanne und schöpfe die dann aus und verschenke die an Obdachlose. Egal, ob du sich in Frischhaltefolie eingepackt hast. Denkst du, das hält irgendwelche Bakterien auf? Deine Hände, die da können was rausfallen, die dann aufgehen und deine Haare waren nicht bedeckt. Das ist einfach nur ekelhaft. Wie kann man sowas sagen? Wirklich, wie kann man sagen, ich verschenke Nudeln, wo ich drinne war, an Obdachlosen? Wo ich drinne lag, das verstehe ich nicht. Jetzt kommen wir zu der Erklärung, warum ich über einen Monat, also knapp über einen Monat weg war. Und das Ding bleibt jetzt etwas ungeschnitten. Also ein paar Ms, Ös werden wahrscheinlich hier drin sein. So, ich fange an. Erstmal hatte ich 3 Wochen Schülerpraktikum. Dann habe ich auch noch ein paar Arbeiten geschrieben. Musste viel lernen, habe mich viel hintergesetzt, Berichte schreiben und so, Berichte nachschreiben, Arbeit über das Praktikum schreiben. Und dann habe ich angefangen, Kurzvideos hochzuladen. Immer um 16 Uhr habe ich Kurzvideos hochgeladen.
gut vorm Praktikum um 14 Uhr, jetzt habe ich die Zeit auf 16 Uhr gelegt. Das ist perfekt, da kommen die meisten Leute von der Schule, von der Arbeit, keine Ahnung was, meine Zielgruppe ja eher von der Schule. Und dann können sie sich die Videos angucken. YouTube-Videos lange sind sehr, sehr viel Arbeit. Ich nehme mal teilweise eine Woche vorher auf oder zwei Tage vorher. Da muss ich das Ding noch 3-4 Stunden schneiden. Hier meine Videos teilweise 2 Stunden. Ne, ich versuche immer, das Gröbste rauszuschneiden. So. Und dann die Thumbnails einstellen. Das dauert alles viel länger. Da bin ich auch ehrlich zu euch, als 2 Minuten in die Kamera zu quatschen, das dann zurechtzuschneiden und dann jeden Tag um 16 Uhr ein Kurzvideo hochzuladen auf YouTube, TikTok und Instagram. Dann teilweise noch extra Videos einen Tag über dann auf TikTok, Instagram und YouTube hochzuladen. Kurzvideos. Aber ich werde ja nicht wegbleiben von den langen Videos. Also es kommen mehrere langen Videos. Sonst hätte das YouTube-Video jetzt hier gehießen, das Ende von Lennify. Keine YouTube-Videos mehr. Das war's. So ungefähr jetzt gehießen. Nein. Immer wenn ich Bock habe, vielleicht 1, 2 oder 3 Mal im Monat. Vielleicht auch 4 Mal im Monat. Dann wäre es jede Woche wieder. Aber ich denke mal, so 1, 2 Videos im Monat werden kommen. Wenn ich Lust habe, aber auf jeden Fall jeden Tag um 16 Uhr ein Kurzvideo. Ja, das ist die Erklärung. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Weil ich wurde halt auch direkt ausgezahlt. Ne? Ein Video, was ich auch hochgeladen habe, direkt 950.000 Aufrufe. So, während dem Praktikum habe ich gesehen, oh, das geht jetzt viral. Das habe ich vor dem Praktikum hochgeladen. Und 950.000 Aufrufe. Und dann hat eins 15.000 Aufrufe gehabt. Das hat jetzt 58.000 Aufrufe. Also, verzeiht mir da. Bleibt weiter dabei. Und freut euch auf die ganzen Kurzvideos und die YouTube-Langvideos. Das war's von mir. Habt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Montag, guten Start in die Woche. Haut da rein und ciao.